Hi there, auf dem Wasen am Neckar, Stuttgart, Wilder Süden, Germany. Hi nun auf dem Blind Man's Ball. Die größte Hardrock Open Air Geschichte in Deutschland beginnt gleich in ein paar Minuten, und zwar mit 5 Bauernbuben aus der Region, aus Stuttgart, den Farmer Boys. 40 Sekunden, dann gehen wir auf die Bühne, würde ich sagen. Und Jungs, wie machen wir den Job? Ja, geil. Geil. Schon ein geiles Feeling irgendwie, wenn du auf die Bühne gehst und du stehst vor einer Riesenmenge von Leuten, auch hast einfach das Gefühl, du kannst jetzt in dem Moment, wo du auf der Bühne stehst, einfach diese Energie, die von dir kommt, irgendwie auf das Publikum irgendwie übertragen. Ich kann mich noch erinnern, dass vor 7 Jahren meine Mutter mir mal ein Metallica Fanbook zum Geburtstag geschenkt hat und ich das damals 30 Mal rauf und runter gelesen habe. Und irgendwie jetzt auf einmal mit der Band auf einer Bühne zu stehen, ist schon echt hart. Ich finde einfach, es ist ein alter Poser, und ich finde einfach, heutzutage muss irgendwie ein bisschen Ehrlichkeit mehr in der Musik auch drin sein. Ich finde, es wurde echt lang genug irgendwie rumgepostet, irgendwie in der Musikgeschichte. Und ich meine, okay, es ist irgendwie ein Showding auch, und wenn er es gut macht, hat er auch nicht seine Berechtigung. Aber jetzt mein persönlicher Musikgeschmack ist es halt nicht. Die erste Band des Festivals waren die Farmer Boys. Sie betraten die Bühne, schossen ihre zornigen, teils hymnenhaften Songs in die Menge und räumten ab. Was nicht zuletzt am sonnigen Gemüt von Sänger Matthias Seyer liegen dürfte. Er verstand es vortrefflich, das Publikum anzuheizen. Für die 5 Stuttgarter ging mit dem Auftritt mit Metallica ein lange gehegter Jugendtraum in Erfüllung. Metallica sind eigentlich so unsere, wie soll ich sagen, die Musik, mit der wir aufgewachsen sind, irgendwie, die jeder gehört hat, mit der wir einfach groß geworden sind, mit den Riffs, mit den Platten. Ich habe wegen Metallica eigentlich erst angefangen, Gitarre zu spielen. Habe halt jedes Riff rausgehört, das sind die absoluten, oder waren die absoluten Götter für mich eigentlich, und das ist natürlich schon geil, jetzt mal mit denen auf der Bühne stehen zu dürfen. Und ich hoffe, dass wir die nachher auch treffen können und ein paar Wörtchen mit denen reden oder so. Ist schon geil. Eine kleine Lektion erteilen. In Sachen Heaviness. Wir wollten genauso sein, und jetzt auf einmal zusammen. Da sind wir genauso. Ja. Schnell gekommen, als wir gedacht haben. Aber so ist halt die Zeit. Jede Show ist irgendwie die Farmerboys-Show, und da ändert sich eigentlich auch nichts. Es ist halt eine riesen Bühne auf einmal, und es ist schon ein Unterschied. Du musst halt viel rennen, und es ist echt Sport irgendwie rauf und runter, und schon sehr schweißtreibend, aber wir sind ja alle sehr sportlich. Der Blind Man's Ball wurde von einem großen deutschen Bierhersteller gesponsert. Musiksponsoring ist ein Konzept, das immer häufiger zutage tritt. So ein Biersponsor passt schon zu einem Metal-Konzert, absolut. Ich meine, muss ja nicht gerade südmilch sein. Musiksponsoring ist für uns ein neues Feld, und da wollen wir uns, ich denke, in den nächsten Jahren hoffentlich weiter zusammen tummeln. Die Sponsoren richten sich ja auch nach der Art von der Veranstaltung. Deswegen wird es auch keine Always Ultra Sponsoring auf so einem Festival geben. Wir glauben eben, dass gerade ein solches Festival wie The Blind Man's Ball mit seinem Publikum für uns ein richtiger Platz ist, sich zu präsentieren. Es waren die Harten wegen uns da, und wir haben wieder gezeigt, dass Farmer Boys praktisch den ganzen Süden mobilisieren können für ihr Konzert. Ja. Wir
Während zwei der großen Festivals dieses Sommers ist es in Deutschland zu zwei Todesfällen im Publikum gekommen. Diese Unfälle warfen ihren Schatten natürlich auch auf den Blind Man's Ball. Die dort auftretenden Künstler wünschen sich von ihrem Publikum vor allem mehr Eigenverantwortung. Es ist bitter natürlich für die Angehörigen und für sie. We get sued. Sometimes it's tough. Manche Leute wissen ja auch nicht, wie weit sie gehen können, mit ihrem Körper selber umgehen können. Und wenn da halt Drogen im Spiel sind und irgendwie hier der Moshpit abgeht und ja, ich meine, es ist traurig, aber ich denke, da hat jeder irgendwie schon ein Stück weit auch eine Eigenverantwortung, was da passiert. Okay, Stuttgart! Jetzt hat Alex am Fest.